Willkommen zurück im Herrenhaus der Herrscher von Arbolon. Im Lande der Elfen halten wir uns gerade auf und wir sind auf der Suche nach den Runendiamanten. Ich finde, ja, in dem Raum sieht sie schon ganz schön aus und wir haben einiges angesehen, aber irgendwie ist sie auch ein bisschen kühl. Gemälde sind so, ja, nicht so bedeutende Künstler des letzten Jahrhunderts, also hat man schon oft gesehen, so Landschaftsgemälde hast du schon gesehen, ne? Also hier, da, Stock, Stein, ein paar Häuserchen, ein paar Felder und so, aber einen Kamin könnte man schon mal anzünden. Weil ein bisschen kühl ist es schon, ne? Oh, ihr könnt diesen Kamin nicht benutzen. Auf dem Schornstein befindet sich ein Storchennest. Solange es keiner von dort entfernt, würde der Rauch hier im Raum bleiben und das Feuer wieder ausgehen. Oh, nee, wir wollen ihn nicht ausräuchern. Aber ein Storchennest da oben. Ja, vielleicht wenn wir das mal wegmachen, dann können wir hier ein bisschen einheizen, dann muss der Davi auch nicht so frieren bei seinen Studien. Kann auch uns auch besser helfen. Weil Zittern, das lenkt schon ab vom Lernen. Oder Studien. Schornstein. Viele schöne Schornsteine, okay, aber wie kommen wir da hoch? Kommen wir vielleicht mit dem Seil nach oben? Dann nimmst du all deine Kraft zusammen und wirfst das Seil auf den Schornstein. Obwohl es die richtige Richtung war, fällt das Seil weit vorher herunter. Es ist einfach nicht lang genug, um bis zum Schornstein zu reichen. Naja, okay. Das geht also noch nicht. Hier im Garten und da war auch nichts weiter, wenn wir uns nochmal genauer hier umsehen. Nein, nur der Ton, der Springbrunnen, der recht hübsch ist und der funktioniert viel besser, wenn da das Tuch drin ist. Das stimmt schon. Da stimmt der Druck wieder und alles spritzt schön raus. Na, okay. Geh vielleicht nochmal ein bisschen zurück und schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Was führt euch wieder zu mir, Reisende? Sie spricht uns immer wieder an. Ich würde mal sagen, dann sprechen wir einfach mal mit ihr. Weiß sie vielleicht irgendwas über die Elfensteine? Elfensteine, Jack Ormsford? Sind das nicht Geschichten, die man kleinen Elfenkindern erzählt? Wir suchen hier in Arbolon Elfensteine. Viel Glück. Aber das sind Wunder, die noch kein Lebender gesehen hat. Und was weißt du so über die Runensteine? Ich kenne nur den großen Runenstein im Garten des Lebens und die Randsteine, die den Pfad zum Tal markieren. Okay, also sie weiß nicht besonders viel darüber. Nur ein paar Mal gesehen, aber es ist ja eigentlich nicht weiter verwunderlich. Es gibt ja auch viele Sachen im normalen Leben, die man immer wieder mal sieht, aber denen nicht viel Beachtung schenkt. Was weißt du denn über den Krieg? Das dürfte doch jetzt mehr zu deinem Interesse sein. Du bist ja eine Kriegerin. Mein Bruder Harni dient in König Eventins Armee. Sie werden bald als Sieger gegen die heimtückischen Armeen der Trolle heimkehren. Okay, dann vielen Dank für deine Hilfe, Lesser. Deine Höflichkeit spiegelt deine Ehre wieder, Jack Ormsford. Jo, mal sehen, was gibt's denn hier noch so? Einen aufrechten Stein. Aber es sind anscheinend auch nur, die irgendeine Bedeutung mal hatten, aber die wurde vergessen. Naja, was haben wir hier? Oh, eine Leiter! Die könnten wir eigentlich gut gebrauchen. Für, ja, um aufs Dach zu kommen. Bitte lass die Leiter dort stehen. Ich muss damit zu meinem Posten hochklettern. Wir müssen unbedingt auf das Dach des Herrenhauses. Dann müssen wir irgendeine Vereinbarung treffen. Was könnten wir denn geben, um da hochzukommen? Ist sie nicht so hoch? Ja, das Seil dürfte eigentlich reichen, finde ich. Sie ist auch schon stark, oder? Warum möchtest du, dass ich dieses Seil nehme? Ja, damit kannst du den Baum hoch und runter klettern. Wir könnten uns dann die Leiter aus... Ja, austauschen so. Soll das eine Art Geschenk sein? Ja, nee, ich will das gegen die Leiter austauschen. Mit dem Seil komme ich zwar tatsächlich auf meinen Posten, aber ich ziehe doch die Leiter vor. Ja, nur ganz kurz, ich brauche die Leiter ja nicht lange. Ich werde dein Seil eine Weile benutzen, sofern du mir versprichst, die Leiter gleich wiederzubringen, wenn du sie nicht mehr brauchst. Abgemacht. Sollen wir die Leiter den ganzen Weg bis zum Herrenhaus schleppen? Der Weg bis dahin ist ziemlich weit. Jack und ich machen das schon. Nein, nein, ich helfe euch schon. Es ist nur nachher umso schwieriger, sie wieder hier hochzuschleppen. Ihr schleppt die Leiter bis zum Herrenhaus und stellt sie auf. Eine Frau, die anpackt, die Scheller. Das sehe ich gern. Lasst uns die Leiter hier aufstellen. Es war eindeutig schon viel zu viel Arbeit, sie hierher zu schleppen, aber der Gedanke, sie wieder zurücktragen zu müssen, behagt mir noch weniger. Ja, ich kann sie ja verstehen, das war wirklich nicht das Grüne vom Ei. Oder Grüne vom Ei, das Gelbe vom Ei. Wenn das Ei grün ist, würde ich es nicht mehr essen wollen. Huch. Falscher Klick. Wir wollen ja eigentlich hier hoch. Müssen wir wohl hier einfach nur klettern. Klettert ihr zwei ruhig hoch. Ich halte sie hier unten.
Da hat der Zwerg wohl Angst. Das Dach ist sehr steil, wir müssen vorsichtig sein. Einige Schindel sind lose. Also als Zwerg ist das ja auch dann verständlich, wenn man ein bisschen Angst vor Höhen hat, ne? Also ist ja auch nicht so groß. Okay, hier haben wir jetzt das Vogelnest. Das können wir einfach mal wegbrennen, dann können wir auch unten den Kamin anmachen. Das dürfte kein Problem sein. Die Zünderbüchse haben wir hier. Zünderbüchse. Ich will doch damit nur was anzünden. Oder muss ich das mit der Lampe machen? Nein. Anzünden? Ja. Betrachte die Zünderbüchse. Ja. Ich will doch nur ein Feuer machen. Dann... Okay, machen wir es so. Einfach draufklicken und dann verbrennen. Du bläst einen Funken auf das alte trockene Stroh des Storchennestes, das sofort lichterloh brennt. Binnen von Minuten ist es abgebrannt. Nachdem die letzten Reste verbrannt sind, glaubst du auf dem Schornsteinblech ein Muster gesehen zu haben. Aber dann ist es auch schon wieder weg. Ein Muster. Ja, das sehen wir es ja schon. Hier dieses Metallstück. Da findet sich eine glatte, rottenförmige Metallplatte, wenn wir die mal berühren. Dann fühlt sie sich sogar noch kälter an als der Rest des Funkenschutzes. Okay, wenn wir vielleicht dann unten das Feuer machen. Vielleicht wird es dann sichtbar hier. Aber wir haben hier noch was. Eine Wetterfahne. Was kann man mit der so machen? Die könnte man drehen. Die quietscht ja, aber die muss man vielleicht mal ölen hier. Da war auch mal kurz was zu sehen. Irgendwie sah schon interessant aus. Wir haben hier eine Ölkanne dabei, da dürfte das kein Problem sein. Ölen wir ein bisschen und drehen sie nochmal an. Jetzt dürfte es nicht mehr so quietschen. Das kann sich ja keiner anhören. Die Tränenblätter haben ein Bild in die Luft gezeichnet. Und wir haben uns das lieber mal aufgeschrieben, bevor wir es wieder vergessen. Das ist schon mal gut. Okay, ich würde sagen, wir sind noch Schindeln. Können wir eigentlich mitnehmen. Braucht hier keiner. Ja, die vermisst hier keiner. Ist ja alles gedeckt hier so. Dann gehen wir wieder runter. Und zünden das Feuer an, würde ich sagen. Davio, kannst ruhig etwas Wärme jetzt haben, dann geht alles viel schneller. Ihr nehmt ein paar Holzscheite vom Stapel und entfacht ein Feuer im Kamin. Es ist schön, schön prasselnd. Na gut, dann schauen wir nochmal eben hoch. Davio geht's jetzt sehr gut. Der hat's schön warm und kann sich seine alten Knochen mal etwas aufwärmen. Und hier sehen wir schon ein Metallstück. Wollen wir es nochmal berühren? Nein, lieber nicht. Aber gut, der Funkenschutz ist das. Und wir haben doch Schindeln aufgenommen. Schindeln? 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 Wo seid ihr? Jetzt sind sie da. Oh, okay. Aber legen wir doch mal eine Schindel da drauf. Das lässt sich bestimmt einbrennen. Du drückst eine der Schindeln gegen die Metallplatte. Als du sie wenig später wieder wegnimmst, hat sich das Runenbild schon eingebrannt. Und wir haben die Feuerrune bekommen. Dann würde ich fast... Ja, ich glaube, ich lege dann richtig in Ahnung, dass das hier die Luftrune war. Und die haben wir uns aufgezeichnet. Aber die müsste jetzt noch irgendwie hier in die Schindel reinkriegen. Und wenn man sich Brendels Inventar mal genau anschaut, dann sieht man hier, dass er ein Messer hat, mit dem er meißeln kann. Also könnte er zum Beispiel mit diesem Messer die Schindel meißeln? Oder geben wir sie ihm mal? Gutes Holz zum Schnitzen. Zeig mir irgendein Bild und ich schnitze es für dich. Okay, kein Ding, dann wir haben es ja gemalt in unserem Tagebuch. Das kann ich auch nochmal kurz zeigen, ganz schnell, damit ihr jetzt auch mal gesehen habt, was für ein toller Künstler wir sind. Ja, wir haben nochmal kurz den Reim der Rune, der zwischendrin steht. Und einige Einträge über den Prinz Arion, der so hilfsbereit gegenüber war. Und schon sehen wir hier die Zeichnung. So soll das dann aussehen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Geist, der hier die Arme so anhebt und so macht. Ja, so ein bisschen hier so der Umhang, der Kopf, Arme, Daumen, Hände. Ja, sieht schon ganz lustig aus. Auf jeden Fall geben wir jetzt dem lieben Brendel unser Tagebuch in die Hand. Und er sieht sich das Ganze genau an und dann beginnt er die Schindel in der Form der Luftrune zu schnitzen. Brendel verneigt sich und präsentiert den Runendiamanten mit einer schwungvollen Geste. Es ist ein perfektes Duplikat der Rune, die du gesehen hast. Wow, jetzt haben wir ja, glaube ich, schon fast alle. Oder haben wir schon alle? 1, 2, 3, 4,
Mal überlegen, wir haben das Leben, das Wasser, Feuer, Luft. Oh, Erde fehlt noch, genau. Erde. Ja, da waren wir. Ich vertraue dir, dass du die Leiter bald wiederbringst. Stimmt ja. Die Leiter. Hm, sollten wir wieder mitnehmen? Beinahe vergessen. Danke, dass ich dein Seil benutzen konnte. Ich hoffe, dass euch die Leiter geholfen hat. Wirst du mir jetzt auch einen Gefallen tun, Jack Ormsford? Welche Art von Gefallen soll Jack Ormsford dir tun? Ein Jack Ormsford tut nur das, was ein Jack Ormsford tun will. Ja, vielen Dank für die Leiter. Sie hat uns sehr geholfen. Sehr gern geschehen, Jack Ormsford. Was kann ich denn für dich tun? Ich habe etwas für Prinz Arion. Würdest du es ihm bitte geben? Na klar, ich freue mich doch, dir helfen zu können. Hier ist ein Ring, den du dem Prinzen gibst. Du brauchst ihm nur zu sagen, dass er von ihr ist, die da wartet. Warum gibst du dem Prinzen den Ring nicht selbst? Prinz Arion wird verstehen, warum ich das mache. Oh, okay, wir kriegen einen silbernen Ring von ihr, auf den verschiedene Runen eingraviert sind, wenn ich das richtig sehe. Was sieht denn da so? Elhas, Urus, ja, verschiedene Runen. Okay, naja, okay. Aber was es damit genau auf sich hat, dieser Ring, und ob wir die Erdrune hier irgendwie noch rausbekommen, die da drin ist, erfahren wir dann in der nächsten Folge hier im Reich der Elfen in Arbolon. Bis dahin, Freunde!